Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Bücher, die ich im März und April 2020 gekauft und schon oder noch nicht gelesen habe. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und vor allem wie viele das sind, dann bleibt dran. Ich bin Norman Weiß, dies ist der Kanal Notizhefte. Gleich abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke drücken, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Heute, wie gesagt, geht es um die Bücher, die ich im März und April 2020 gekauft habe, und wir analysieren, welche dieser Bücher ich bislang gelesen habe. Nur zur Erinnerung, im März dieses Jahres gab es den ersten Shutdown und das führte zumindest bei mir zu einem gewissen Bücherhamstern. Die Buchhandlungen in Berlin blieben zwar geöffnet, aber trotzdem gab es so eine Kaufimpulswelle, die mich da überbrandet hat. Und deswegen habe ich im März sehr viele und dann im April etwas weniger Bücher gekauft. Insgesamt sind es 14 Bücher, 10 Sachbücher und 4 Romane, und 10 habe ich im März gekauft und 4 dann im April. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich von diesen 14 Büchern gerade 6 gelesen habe. Welche das sind, das erfahren wir jetzt. Das erste Buch, das habe ich sogar noch direkt, also das habe ich sogar noch vor dem Shutdown gekauft bei einem Besuch in Wiesbaden, in einer neuen kleinen Buchhandlung in der Nerostraße, die ich mir angesehen habe, und beim Ansehen ist es natürlich nicht geblieben, aber so toll war es jetzt auch wieder nicht, wie ich gestehen muss, und das Einzige, was mich einigermaßen interessiert hat, war dieses Buch von Jan Werner Müller, Furcht und Freiheit für einen anderen Liberalismus, ein Thema, das, wie ihr ja wisst, mich durchaus interessiert. Ich habe jetzt gerade Der Ruf der Horde gelesen von Vargas Llosa. Insofern passt das thematisch dazu, könnte demnächst dann auch mal gelesen werden. Bislang war das allerdings noch nicht der Fall. Das zweite Buch auf meiner Liste hingegen, das habe ich gelesen. Claudia Schmölders, Faust und Helena. Ein Buch über die Griechenland-Schwärmerei der Deutschen, insbesondere aber nicht nur ihrer Schriftsteller, und das Verhältnis der Deutschen, auch nur wieder der deutschen Monarchen, zu Griechenland, der deutsche Staat, die griechische Staatsbildung, die Befreiung aus der Türkenherrschaft, die Anknüpfung eines modernen griechischen Staates an die hochverehrte Antike, das Zusammenbinden all dessen im Faust-Mythos, beginnend bei Goethe, der im zweiten Teil Faust eben auf die schöne Helena treffen lässt. Und all diesen komplexen Fragen geht dieses Buch von Claudia Schmölders nach. Das habe ich seinerzeit relativ rasch gelesen. Es war interessant, zum Teil aber eben literaturwissenschaftlich etwas über meinem Niveau spielend, sodass ich als Laie nicht ganz so viel habe mitnehmen können, wie ich mir erhofft hatte. Das dritte Buch, das ich auch schon auf der Habenseite stehen habe, ist von Sarah Baxter, Atlas der literarischen Orte. Das ist natürlich auch etwas, was man relativ rasch, schnell nebenher durchblättern kann. Es sind Orte, die in Büchern vorkommen und als Schauplätze der Weltliteratur, so eben auch der Untertitel, eine Rolle spielen. Also Paris, Dublin, Florenz, Neapel und dann eben entsprechende Werke, in unserem Fall Les Miserables, Ulysses, Zimmer mit Aussicht und natürlich Meine geniale Freundin. Und man hat dann eben immer einen kurzen Text über die jeweilige Stadt und eine Illustration, die eben etwas besonders Typisches für die Stadt oder eben auch für das jeweilige Buch darstellt. Ein kurzweiliges, schön zu betrachtendes Buch, in das ich auch nach
Abschluss gerne immer wieder mal hineinschaue, vor allem natürlich, wenn man eines der Bücher liest, die hier spielen. Als nächstes, das war dann wohl mein Quartalskauf bei der Büchergilde Gutenberg, Gabriele Tergit Effingers. Das ist ein Buch, das noch der Lektüre harrt. Das bedauere ich natürlich sehr, weil das eine Familiensaga ist, die in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts spielt und mich eigentlich sehr interessiert hat. Bislang habe ich die Zeit nicht gefunden, Lockdown hin oder her, Homeoffice hin oder her. Außerdem habe ich bei dem damaligen Besuch in der Büchergilde Buchhandlung diesen Roman Durch die Nacht mitgenommen von Stig Säterbakken. Den fand ich optisch ansprechend und auch, dass es um die Verarbeitung von Trauer geht. Der Roman erzählt vom Tod, von der Suche, vom Zerfall einer Ehe, vom Unfassbaren. Das fand ich durchaus auch interessant und eben ein schön gemachtes, schön gestaltetes Buch aus dem Norwegischen, aber leider auch dieses ein Buch, was ich auf die Sollseite stellen muss. An der Kasse nahm ich dann aber dort diese kleine Schrift mit von Umberto Eco, Der ewige Faschismus. Das habe ich gelesen zusammen mit dem Buch von Adorno über die Wiederkehr des Rechtsradikalismus und eine wichtige Schrift über die moderneren Formen des insbesondere, aber nicht nur italienischen Faschismus der letzten 30 Jahre und wie sich das sozusagen auch als Kontrast zu der Adorno-Erfahrung aus den späten 50er, frühen 60er Jahren liest, das fand ich seinerzeit sehr interessant. Ein Buch auf der Habenseite. Dann habe ich gekauft und gelesen Andreas Platthaus Auf den Palisaden, ein amerikanisches Tagebuch. Platthaus, Journalist der FAZ und Autor verschiedenster Bücher, hat als einer der ersten ein Stipendium von der Bundesrepublik Deutschland bekommen, um im ehemaligen Wohnhaus von Thomas Mann in Pacific Palisades ein Schreibjahr zu machen. Das ist toll, das sei ihm gegönnt. Und als Nebenprodukt hat er eben dieses amerikanische Tagebuch geführt und veröffentlicht. Ich habe selten ein schlechteres, ein gleichzeitig überheblicheres und uneinsichtigeres Buch gelesen als dieses. Und insbesondere von Leuten, die sich für besonders liberal und freisinnig halten, finde ich sowas immer besonders enttäuschend. Eines der schlechtesten Bücher des Jahres 2020 und ich stehe nicht an eines der schlechtesten Bücher des Jahrzehnts. Deswegen ist es auch nicht mehr hier und ich kann es nicht mehr zeigen, werde aber ein sprechendes Bild einblenden. Danach habe ich gekauft bei der wissenschaftlichen Buchgesellschaft Angelos Kaniotis, Die Öffnung der Welt, eine Globalgeschichte des Hellenismus, ein spannendes und auch ein wichtiges Thema. Allerdings weiterhin steht dieses Buch ungelesen auf der Sollseite. Das gilt auch für Lukas Grave, Die militärische Elite des Kaiserreichs, 24 Lebensläufe. Dieses Buch, an dem ein Kollege von mir auch beteiligt ist, mit dem ich schon ein Buch zusammen herausgebracht habe. Das hat es allerdings schon etwas weiter nach vorne geschafft. Das steht bei den Büchern, bei denen ich sozusagen wöchentlich überlege, ob ich sie nicht doch mal aufschlage und länger reinschaue, sprich damit anfange, es zu lesen. Aber noch ist das nicht passiert und deswegen steht dieses Buch weiterhin auf der Sollseite. Das vorletzte Buch, das ich im März gekauft habe, Johannes Willems, Der General, Charles de Gaulle und sein Jahrhundert. Ich bin ja sowohl Transatlantiker als auch Europäer und deswegen
sehr daran interessiert, einerseits die Freundschaft und die Beziehung mit den USA, aber auch die mit unseren europäischen Nachbarn und hier insbesondere mit Frankreich zu erkunden, aber auch, soweit das persönlich eben möglich ist, zu vertiefen. Und aus diesem Grund habe ich mir diese Biografie über den General Charles de Gaulle seinerzeit angeschafft. Aber ihr könnt schon ahnen, auch dieses Buch steht noch ungelesen auf der Sollseite. Und dies gilt schließlich auch für das letzte Buch des Monats März, bei dem es sich um kein anderes als Der Sohn des Jahrhunderts, M, für Mussolini handelt. Von Antonio Scurati. Das war ein dann ziemlich spontaner Kauf, weil ich irgendwie fürchtete, jetzt werde alles schlimmer und es werde noch mehr. Das waren die Bücher aus dem Monat März. 4 gelesene und 2, 4, 6 ungelesene, das stimmt aber nicht. 5 gelesene, weil da ja noch der Platthaus, also 5 gelesene mit dem schon verschwundenen Platthaus, 6 ungelesene. Nachdem ich also im März ziemlich eskaliert war, habe ich es dann im April deutlich ruhiger angehen lassen und nur 4 neue Bücher gekauft. 2 Bücher des Diogenes Verlag, Sascha Filipenko, Rote Kreuze. Ein sehr gutes Buch, hat mir sehr gut gefallen, schön erzählt, ein weißrussischer Autor, der hier der Frage der Erinnerung und des Vergessens nachgeht, eine alte Dame, die an Demenz leidet, sich aber eben noch an ihre Zeit vor und nach der Revolution und dann eben in der Stalinzeit während der Schauprozesse erinnert, wie sie auch während des Krieges sich durchwursteln muss, was sie tut, was sie vergisst, was sie verdrängt. Und er als junger Mann, der über den Verlust seiner Frau nachdenken muss. Wirklich interessant, gut erzählt, fesselnd, ein Buch, das ich empfehlen kann. Das zweite Buch aus dem Monat April, das ich auch gelesen habe, mein damals erster Roman von Amélie Nothomb, Der Professor, im Original, wie ich ganz wichtig finde, Les Catilinaires, die katilinarischen Reden, wo es darum geht, wie man durch Reden Menschen zur Verzweiflung bringt. Und wie Cicero diese geißelt und wie er sich dagegen zu Wehr setzt. Und das wird transformiert in ein skurriles, absurdes Setting von eigentlich zurückgezogen leben wollenden Pensionären, die die ungestörte Freiheit in einem abgelegenen Gebiet suchen und dort auf seltsame Nachbarn treffen. Und was es dann damit auf sich hat und wie es weitergeht, das solltet ihr selber lesen, aber so viel sei verraten, es lohnt sich auf jeden Fall. Das dritte Buch, das ich im April 2020 gekauft habe, habe ich antiquarisch erworben. Das ist von dem Historiker Theodor Schieder, ein Buch über Friedrich den Großen. Ein Königtum der Widersprüche. Und auch dieses Buch steht noch auf meiner Sollseite. Das letzte Buch ist dann von Stefan Detjen und Maximilian Steinbeiß, Die Zauberlehrlinge, der Streit um die Flüchtlingspolitik und der Mythos vom Rechtsbruch. Also hier wird die Situation der sogenannten Flüchtlingskrise des Jahres 2015 und die Nachwehen aufgearbeitet bzw. schlaglichtartig beleuchtet. Das ist nicht uninteressant. Es gibt verschiedentliche Einblicke in Dinge, von denen man nichts gehört hat. Ich würde sagen, es interpretiert auch verschiedene Dinge nicht ganz zutreffend. So aus der halb außenstehenden Perspektive scheint mir da doch gelegentlich übers Ziel
hinausgeschossen zu sein. Wenn man sich dann mit den Personen auch so ein bisschen auskennt, merkt man, naja, da ist auch viel wilde Vorstellungskraft dabei. Aber letztendlich ist es ein interessantes Buch und ein ganz gutes Zeitzeugnis, wie sowas altert, wie man das in 5 Jahren beispielsweise ansehen wird, ob man es dann überhaupt nochmal ansehen wird, das muss die Zeit zeigen. Und wie die Marsha Wendung Rosenkavalier dir sagt, die Zeit ist ein sonderbar Ding. Das gilt natürlich auch für Buchanschaffungen aus dem vergangenen Jahr, also 15 Titel, die ich insgesamt gekauft habe und von denen ich den kleineren und tatsächlich auch schmaleren Teil plus eben dieses schreckliche Tagebuch von Platthaus gelesen habe und den größeren, gewichtigeren Teil noch hier stehen habe und sozusagen als Übertrag mit ins neue Jahr nehme. Aber das macht ja nichts. Dann hat man schon viele gute Bücher zu Hause. Das ist auch ein Pluspunkt, wie ich finde. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei und sicherlich kennt ihr auch das eine oder andere Buch. Habt es schon gelesen, wollt es noch lesen, wollt vielleicht auch mehr darüber wissen, dann lasst das in den Kommentaren da. Und ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!